Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben gesagt, dass wir erst mal mit ihr sprechen. Jetzt klappt das wieder nicht mit dem Sprechen, wie immer. So, sagt sie mir was anderes, wenn ich das frage, oder? Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut, nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Tja, sie will es anscheinend nicht sagen, weil jedes Mal wird Ich abgebrochen. möchte die Bündniskarte einsehen. Hast du mit Heitam über Vinland gesprochen? Das habe ich. Gut, ich habe es auf der Karte eingetragen, wobei der genaue Ort etwas geraten ist. Sag mir, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ja, ich denke, das wäre ich. Das ist jetzt gerade mein Problem. Wobei ich jetzt nicht. Ach, das ist das hier, glaube ich, oder? Oh. Empfohlene Stärke 190. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir auf jeden Fall bei dem, was wir jetzt. Ach so, nee, Moment. Hä? Finnland. Empfohlene Stärke 0. Wieso habe ich das noch nicht gehabt? Was kannst du mir über Vinland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht, ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Kjøtvisons dort, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Also ist das doch das neue Ziel. Okay. Das hatte ich nämlich gehofft. Das kam jetzt nur irgendwie so ein bisschen so rüber, als ob die Karte vorher auch schon da gewesen war und ich einfach nur zu doof war, mal drauf zu gucken. Was mich auch ehrlich gesagt nicht gewundert hätte. Aber gut, dann suchen wir mal die Nessa am Hafen. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß auch nicht. Mit dem Leih-Controller zu sprinten ist manchmal etwas schwierig. Entschuldigung. Guten Tag. Nee, da hinten ist sie. Einen schönen Tag noch, Fremde. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brynhild reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Vinland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst, du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unsere geschätzte Drängar bedacht. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Na, hört sich doch gut an. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. Wenn du nach Vinland reist, musst du deine Ausrüstung und deinen Besitz bis zu deiner Rückkehr zurücklassen. Ich werde auf jeden Fall mal eben speichern. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das jetzt das ist, was ich jetzt wirklich machen möchte. Es klingt nämlich eher danach, dass es schwieriger wird. Aber es stand ja drin, ab Level 0 kann man das Ganze machen. In dem Fall möchte ich aber doppelt sicher sein, weil wir kennen ja das Spiel. Ja. Dann werden wir das mal Gib nur den wagen. Befehl und wir brechen auf. Auf nach Vinland. Los. Spring rein, wir brechen jetzt auf. Ich habe da ein ganz übles Gefühl. 3 kalte Wochen auf der Walstraße. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjøtvison.
Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer? Ja, und warum muss ich dafür meine Ausrüstung zurücklegen? Also zurücklassen, das ist kein gutes Zeichen irgendwie. Ich hoffe nur, dass wir uns da wenigstens was besorgen können oder so. Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du! Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora, aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfen. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Klingt wie die Regierung. Hilda, wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder! Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Nessa, hat dein Schiff Englerland zum Ziel? So ist es. Willst du zurück dorthin? Nee. Nein, ich muss noch einiges erledigen. Oh, lass dir nicht zu viel Zeit. Wir müssen vor den Winterstürmen über die kalte See. Okay, dann bin ich jetzt aber mal neugierig und schau mal auf der Karte nach. Okay. Scheint groß zu sein, aber nicht zu groß. Also es ist anscheinend wirklich nur eine Insel, über die man kann. Das ist gut. Ja, dann würde ich sagen, dass ich hier definitiv die Punkte zum Synchronisieren mal aufsuchen werde. Weil, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, Moment. Genau, es gab nämlich hier anscheinend keine Schnellreise. Soll zwar im Hafen bleiben und nicht auffallen, aber ist ja nicht auffällig, wenn ich hier rumkletter, oder? Ja, zumindest eine Axt habe ich dabei. Kommt mein Wolf eigentlich auch hier mit rein? Okay, was ist das? Klingt jetzt hier irgendwie ein bisschen seltsam, als ob hier ein Geheimnis oder so ist. Ist das jetzt eine Höhle? Ja. Eine Höhle von den Wilden oder keine Höhle von den Wilden? Das ist die Frage. Da kommen wir jetzt wieder in die Stadt zurück. Na toll, ist das ein Schmuggeltunnel oder sowas? Schmugglertunnel? Jemand brach durch diese Wand. Aha. Ich glaube, dann bleiben wir doch erstmal am Hafen, schauen uns das mal an. Helgi, gieß mir ein Horn von deinem guten Honigmet ein. Sei so gut. Ich habe Ale für dich, Ort, aber keinen Met. Was? Wir hatten ein ganzes Fass? Gorm zerschlug es auf Olafs Kopf, gleich drüben im Lager. Bei Thors Hammer mir reicht es hier. Schick mich nach Hause, Helgi. Bitte.
Ich hörte, Gorm hätte Olaf ausgepeitscht. Ja, der Dummkopf hat ihn bestohlen, um mit den Skrellinger zu handeln. Also hat er ihn ins Lager gezerrt und verprügelt. Das erklärt das Durcheinander. Olaf hat mit Einheimischen gehandelt. Gut zu wissen, dass es hier noch andere Menschen gibt. Ja? Zerschlagene Kisten. Jemand kroch davon und hinterließ eine Blutspur. Wenn ich Olaf finde, führt er mich vielleicht zu Gorm. Zumindest könnte ich einen Verbündeten gewinnen. Zerrissener Brief. Schwester, ich wünschte, du wärst hier, denn ich bin in großen Schwierigkeiten. Gorm hat von meinen Behandlungsbeziehungen erfahren und will meinen Kopf an einen Pfahl nageln. Ich muss hier sofort weg. Jemand knackte das Schloss und floh. Oder wurde weggeschleppt. Könnte eine Spur sein. Jemand brach hier durch, sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Also dann ist der quasi auf den Weg, den ich rausgegangen bin, den ich quasi reingekommen bin eben, ist er wahrscheinlich rausgegangen. Achso, na, ich dachte, das sind neue Spuren. Weil wenn, würde ich gerne alle Spuren hier erstmal sammeln. Ne, das ist jetzt nur sie, oder? Ne, das ist ein Krieger, glaube ich, oder? Oder kann ich mit dem reden wegen dieser Sache? Hi. Kann man irgendwie mit dir reden? Nö. Okay, da noch was? Da hinten? Ne, das habe ich schon. Ach, da oben. Ja, da kamen wir ja her. Dann gehen wir da nochmal hin. Aber diesmal mit dem Wissen, dass wir da was untersuchen müssen. Fußabdrücke. Vielleicht Olafs? Hallo. Kann man hier nichts machen? Das sind, glaube ich, jetzt nur die Spuren. Die Spur führt nach oben. Gut. Dann kann ich mich umsehen. So. Haben aber irgendwie nichts von mitbekommen. Nach oben. Was heißt denn nach oben? Ah, da geht's weiter, okay. Solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still. Und nirgends ein Gebäude aus Stein. Hi. Aber irgendwie hört die Spur hier auf. Dachte ich mir schon fast. Nein! Ach, du sollst ja nicht reingehen. Ich meine, da oben war der Ausguck, ne? Da gehen wir mal eben kurz hin, um das freizuschalten. Mal kurz schnell speichern, weil ich hatte es insgesamt jetzt schon dreimal mindestens, dass der
bei der Synchronisation eingefroren ist. Das ist jetzt nicht der Weg, den wir gekommen sind? Nee, aber da war kein Wasser. Doch, das ist doch der Weg. Hä? Moment. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Da geht's runter. Das ist ja auch okay. Und hier hört die Spur dann auf. Geht sie den Berg hoch? Ne, Moment. Das ist der... Ach so, das ist der Weg, wo ich dann gekommen bin. Ja, klar. Was aber gleichzeitig heißt, kann mein Rabe mir da nicht helfen? Zeig es mir. Okay, wir müssen erstmal ein Stück nach geradeaus. Diese beiden geben sich wie Anführer. Ein Versuch ist es wert. Seid gegrüßt, Freunde. Versteht, können wir uns verständigen? Oya, Ganyatera Keronu. Joknohoda Tigade Giga Jungwe. Spricht jemand von euch Nordisch oder Sächsisch? Zazadegwat Giga Jungwe, Yate de Wayanderi. Yate Jungwe Yehrize, Onazini Toditni Gunra di Hantos Negaan. Giga odzidaa, wa o natsitne giga jungwe. Tigade natnee. Das ist Zynin. Ihr Name bedeutet Einsicht. Janja dahawe giga. Und sie sieht sehr schön aus mit dem Tattoo. Danu ahinasku. Ahoya dagenha doga ahuna darohage giga. Zynin, du hast uns Freunde gebracht. Diese Hütten, diese Kleidung. Bin ich noch in Midgard? Ich kann auch nicht einfach die Leute alle umstoßen, hallo? In den alten Sagas sind Wasserfälle Orte der Macht. Giga, oya ganyatera geheronu, rodaska. 9 Tage hing ich am Baum. 9 Tage! Hörst du? Das ist eine Sprache, die ich kenne. Aber die Worte klingen wirr. Satundega tiga. Rojadatku. Satsetsant doga asqueni. Toner. Erda anjata hawite negaa. Dann warf ich mein Auge in die Quelle. Das ist Weisheit. Klingt nach dem Gerede eines Seers. Wer bist du? Olaf bin ich, Olaf. Ich werde Olaf der Glücklose genannt, aber glaub das nicht. Und wo ist... Versprich, dass du es schnell tust. Was? Erstich mich nicht von hinten, Drinker. Wie Sigurd und der Drache. Bitte,
Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich suche nach Gorm. Du willst mich nicht töten? Heute nicht. Oh, dann bleib Gorm lieber fern. Er ist kein guter Mann, ganz und gar nicht. Was solltest du von solch einem furchtbaren Mann wollen? Ja, irgendwie schuldet er uns was, ja. Es ist eine Frage der Ehre. Und in dieser Hinsicht schuldet mir Gorm etwas. Belassen wir es dabei. Oh, gut. Ja, ja. Ehre ist gut. Olaf wird dir helfen. Olaf wird dir so sehr helfen. Ehre ist das Einzige. Ja, das Einzige. Ich sah Kampfspuren in eurem Lager. Ist zwischen dir und Gorm etwas vorgefallen? Nicht der Rede wert. Er war nicht erfreut über meinen Tauschhandel mit den Dorfbewohnern hier. Er schlug mich, legte mich in Ketten. Ich entwischte, war frei. Doch nicht so glücklos, was? Ich lebe noch, ja. Ich lebe noch. Gut, weise mir den Weg zu Gorm. Das geht nicht. Er ist fort. Weit fort in den Lagern dieser Wälder. Alle gut bewacht. Er könnte in jedem sein. Warum Lager? Siedelt er hier? Oder sucht er etwas? Er sucht, ja, ja. Immerzu sucht er. Und nie findet er, der fiese, fiese Backraut. Und wie finde ich diese Lager? Ich kann es dir zeigen. Komm doch, komm, komm. Okay. Können wir denn bei dir nicht vorher noch was plündern? Meine ich doch, dass ich da gerade eine Truhe gesehen Olaf, hatte. Würdest du mir etwas erzählen? Alles, was Olaf erzählen kann, wird Olaf seiner neuen großen Freundin erzählen. Warum sollte Gorm in diese namenlose Wildnis übersetzen? Ein großes Wagnis für so trübe Aussichten. Gorm trägt eine Steinkugel bei sich, die spricht. Sie sagt ihm, wohin er geht und was er tun soll. Ein sprechender Stein? Es stimmt. Wenn der Alpenstein sagt, er soll suchen, dann sucht er. Und wenn er sagt Grab, dann gräbt er. Höchst seltsam. Der Alpenstein? Wonach gräbt er denn? Dieses Geheimnis verrät er nicht. Doch meine Vermutung ist die beste. Er sucht die Tür nach Jötunheim. Hm. Okay. Da! Jenseits des Flusses. Eines von Gorms Lagern. So sehen alle aus. Alle. Sie sind gut bewacht, sagst du? Oh ja. Von großen Männern. Krieger, die jeden Fremden sofort angreifen. Jeden. Und sie sind gut bewaffnet. Nicht so wie du. Ausgerüstet wie ein Stallbursche. Man braucht nicht viel, um zu töten. Aber scharfer Stahl hilft. Oh ja. Da hast du recht. Ich könnte bessere Waffen gebrauchen. Olaf wird helfen. Olaf sammelt Erz und Felle und tauscht sie gegen Kriegszeug. Erz und Felle? Das finde ich da draußen? Ja, ja. Einiges im Wald. Viel mehr in Gorms Lagern. Tausche es dann mit den Leuten hier. So leicht wie ein Lächeln. Ja, ja. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Kannst du für mich übersetzen? Nicht nötig, nein. Wir sprechen mit Zeichen. Geh einfach zu einem Händler und handle. Nimm das hier. Ein paar Waren für den Anfang. Ich danke dir, Olaf. Und bis ich es dir erlaube, sprich mit niemandem darüber, ja? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich handeln. Okay. Ich schätze, das ist dann wohl eine Händlerin bei uns im Hintergrund, hoffe ich zumindest. Er scheint Waren tauschen zu wollen. Skarner. Oder ein Händler. So, beim Händler kannst du wertvolle Güter im Austausch gegen Materialien erhalten. Oh Gott, wie sieht denn der Helm aus? Eieiei, sind die Sachen teuer. Oh Gott. Puh, das heißt, ich fange jetzt hier wirklich komplett von vorne, komplett bei Null an. Wollt ihr mich denn verarschen, ganz ehrlich? Ein Speer, ein Bogen oder eine Keule? Was will ich denn mit einer Keule? Ich hasse Keulen. Aber den Speer kann ich mir noch nicht mal leisten. Ach so, ich habe auch meine ganzen Vorräte jetzt gar nicht mehr dabei, ne? Oh Gott. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit einer Keule an, ne? Nicht gut, aber besser als nichts.
Das heißt dann mit anderen Worten, den ganzen Rest kann ich mir jetzt überhaupt nicht mehr leisten. Ah gut, außer die Armschienen. Die nehmen wir dann auch direkt mal mit. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ich kann in die Wälder gehen, direkt zu Gorm. Oder Rohstoffe sammeln und gegen bessere Waffen eintauschen. Ja, das heißt dann aber, dass sie die Rohstoffe in den Wäldern doch... Entschuldigung. Nein, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin nur aus Versehen auf die Taste gekommen. Das liegt an diesem blöden Controller, weil der ganz anders ist als mein normaler Controller. Ja. Gorm hat für sein Vorhaben Lager bauen lassen. Das ist klar. Erhalte Ausrüstung, indem du mit den Einheimischen handelst. Heißt aber, dass wir hier einiges farmen müssen, bevor wir ja eine vernünftige Ausrüstung letztendlich dann kriegen können. Ich schau mal eben, ob wir... Theoretisch können wir die ja anlegen, würde ich mal behaupten, ne? Was ich aber irgendwie seltsam finde, können wir die drehen? Weil sie hat doch hinten diese Axt dran. Wieso können wir diese Axt eigentlich nicht benutzen? Die bringt doch wahrscheinlich viel mehr als diese komische Keule, die wir jetzt gekauft haben. Aber na gut. Oh, was ist mit den Mahlzeiten? Wieso steht da ein Ausrufezeichen drin, wenn wir die gar nicht verbessern können? Was soll das denn? Okay. Tja, zumindest unsere Arme sehen schon mal ein bisschen nach Krieger aus. Dann gucken wir auch nochmal eben nach den Fertigkeitspunkten. Das wird jetzt wahrscheinlich ein ziemliches Desaster werden, was noch auf uns zukommt. Das war die Sache mit der Fallsalve. Genau, den Sprintschlag, den wollten wir eigentlich holen. Ah, Feuerwiderstand ist noch dazwischen. Gesundheit ist natürlich auch nicht schlecht. Bestienjagd? Eivor erhielt Hilfe von Olaf und den Einheimischen und folgt... Ach so, das nennt sich nur Bestienjagd. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, gibt es jetzt noch irgendwie ein Tier oder so? Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich dann offline wirklich mal schaue, ob und wenn ja, wo ich die Materialien finde, mit denen ich dann handeln kann. Und wenn ich dann hoffentlich eine komplette Ausrüstung habe, werde ich dann euch wieder hinzuschalten und eins dieser Lager angreifen. Bis dann. Ciao.